Herzlich willkommen in der Optionssprechstunde. In diesem Podcast geht es um Börse, Aktien und speziell um den Optionshandel. Deine Gastgeber sind Thorsten von Options for Winners und Vincent von Freaky Finance. Ja, hallo und herzlich willkommen in der Optionssprechstunde. Wir sind Thorsten Eberhardt und Vincent Willkommen und möchten euch heute in dieser Folge 0 einmal vorstellen, was die Optionssprechstunde ist und wer in dieser Optionssprechstunde miteinander und eben auch mit euch spricht. Ja, hallo auch Thorsten, schön, dass du dabei bist. Willst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen? Ja, hallo Vincent, sehr gerne. Ja, ich bin Thorsten Eberhardt, werde mit dem Vincent zusammen diese Options oder euch durch diese Optionssprechstunde führen. Ich bin ein Best Ager, wie man es auf Neudeutsch sagt, also ein Mann in einem Alter, wo noch sehr viel Potenzial da ist. Ich bin jetzt vollständiger Trader, Investor und habe auch einen Optionsclub bzw. einen YouTube-Channel, Options for Winners. Der ein oder andere kennt das vielleicht schon. Ein paar Worte zu meiner Vergangenheit. Ich bin studierter Wirtschaftswissenschaftler, habe für den ein oder anderen Großkonzern arbeiten dürfen. Vorrangig in der Rohstoffindustrie war ich tätig und bin jetzt mittlerweile schon über 25 Jahre an der Börse aktiv. Und das sage ich ja immer gerne. Ich möchte den Optionshandel gerne salonfähig machen. Ja, da ticken wir, glaube ich, ähnlich, was unsere Slogans und unser Vorhaben angeht. Deswegen haben wir auch in diesem Format zusammengefunden und wollen das ja hier zusammen gestalten. Ja, zu meiner Person vielleicht. Wir sind, glaube ich, ähnliche Altersklasse. Also ich bin Jahrgang 76, bin auch seit mittlerweile, glaube ich, 27 Jahren als Privatinvestor an den Finanzmärkten dieser Welt unterwegs. Betreibe den Blog Freaky Finance, also zu finden unter www.freakyfinance.net, habe einen YouTube-Kanal und eben auch einige Angebote im Bereich Finanzen und Optionshandel, also den Stillhalterbrief oder die Freaky Finance Lounge, wo es auch um Hochdividendenwerte geht. Also meine Schwerpunkte im Bereich Anlage liegen eben bei den Aktien, Hochdividendenaktien, habe eben ein Faible für Dividenden und Cashflow und daher auch dann irgendwann der Optionshandel dazugekommen. Und das wird ja auch ein Hauptbestandteil unseres Formats in der hiesigen Optionssprechstunde sein. Ja, ich komme ursprünglich aus der Lüneburger Heide, lebe seit vielen Jahren in Hamburg, bin noch in Teilzeit beschäftigt in einem großen Konzern, wo ich aber auch regelmäßige Auszeiten mir gönne. In einer solchen befinde ich mich gerade noch bis Ende Juli. Und ja, bin jetzt hier auch froh, dass wir zusammengefunden haben. Wir haben uns ja mal über ein anderes YouTube-Format kennengelernt. Da warst du mal zu Gast in Options.tv Live. Wir fanden uns dann direkt sympathisch, obwohl es ja einige offensichtliche Unterschiede auch gibt. Du bist ja auch bekannt als der Mann mit der Fliege, sieht man in so einem Podcast jetzt nicht, aber wer deine Videos kennt, da sieht man dich ja oft auch mit einer Fliege, gepflegtes Auftreten mit Anzug und so weiter. Und ich bin mehr so aus der Rock'n'Roll-Schiene, sag ich mal, Flipflops und Shorts. Aber trotzdem haben wir irgendwie einen ganz guten Draht zueinander gefunden. Ich glaube, ich sage da nichts Falsches, wenn wir sagen, wir finden uns gegenseitig sympathisch. Und eben auch nochmal zurückzukommen auf unsere Slogans. Du sagst immer, du möchtest den Optionshandel in Deutschland salonfähig machen. Und ich habe immer gesagt, ich möchte den Optionshandel im deutschsprachigen Raum bekannter machen. Und ja, das ist ein gemeinsames Ziel, was uns hier vereint und was wir eben in dieser Optionssprechstunde, was eben ein regelmäßiger Podcast werden soll. Wir werden wahrscheinlich mit einer Folge pro Monat starten und schauen, wie wir die Frequenz dann ausbauen oder beibehalten in der Zukunft. Thorsten, nochmal das Wort an dich. Möchtest du noch was ergänzen und was dazu sagen, was wir hier vorhaben? Ja, genau. Du hast ja von deiner Herkunft gesprochen und wo du jetzt wohnhaft bist. Ich komme vom Dorf, wohne im Dorf. Nur vorher war es wirklich ein kleines Dorf. Jetzt ist es Düsseldorf. Da bin ich aktiv, bin aber auch in vielen anderen Teilen der Welt unterwegs, bin ja auch mit einer
Asiatin verheiratet. Dort war ich auch mal wohnhaft. Ja, also von daher, ich habe natürlich die ein oder andere Beziehung auch zu der asiatischen Welt. Was ich halt auch sehr interessant finde, das hast du ja auch gerade angedeutet, es gibt schon ein paar klare Unterschiedlichkeiten zwischen dir und mir, aber dennoch haben wir eine große Schnittmenge. Ja? Eine Schnittmenge, was halt auch die Themen und auch was die Denke angeht. Ja? Und ich denke, beides hat uns auch irgendwie zueinander geführt. Ja, das ist auch nochmal interessant. Ich würde erstmal nochmal das aufgreifen, dass du auch viel in der Welt unterwegs bist. Das trifft auf mich auch zu. Ich reise leidenschaftlich gern und viel. Also die Welt ist unser Zuhause. Ich habe zwar gesagt, ich wohne seit langem in Hamburg, aber ich habe auch lange Zeit im Ausland, viel in Frankreich auch beruflich dann gearbeitet, viele Jahre in Frankreich verbracht und auch eben ganz viel auf Reisen. Ich habe mittlerweile irgendwas Mitte 40 Länder in dieser Welt bereist und bin auch noch nicht müde, dies weiter zu tun. Demnächst kommen wieder ein, zwei neue Länder hinzu. Im Januar war ich 4 Wochen in Kolumbien unterwegs. Das einmal nochmal dazu, dass wir eben auch da so ein bisschen ähnlich ticken. Und ja, was die Gemeinsamkeiten angeht, was jetzt unsere Finanzthemen angeht, was du auch nochmal angesprochen hast. Ja, das finde ich eben auch ganz interessant, dass wir eben zum einen uns zum Ziel setzen, die Leute ein bisschen abzuholen und eben auch versuchen möchten, diesen Optionshandel bekannter zu machen und auch Leute beziehungsweise Anfänger dann, die damit noch keine Berührungspunkte hatten, ein bisschen an Bord zu holen sozusagen und eben für diese Möglichkeit zu begeistern. Ja, und dann sind wir dann aber auch schon wieder bei den Unterschieden. Ich sage mal, ich korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ich stehe da ein bisschen eher so für die absoluten Anfänger, die ich gerne da abhole und ja, mit meinen Angeboten bespaße. Und wenn ich so mitbekomme, was du machst und anbietest, dann würde ich das eher im fortgeschrittenen bis Halbprofibereich schon ansiedeln, was natürlich nicht heißen soll, dass du nicht mit Anfängern arbeiten kannst oder möchtest und auch umgekehrt bei mir nicht. Aber da würde ich so von der Range eher sagen, so Einstieg bis Intermediate ist Vincent und Intermediate bis fortgeschritten bis Halbprofi ist dann vielleicht eher Thorsten. Oder wie würdest du das so ganz grob einordnen? Das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt und soll nicht heißen, dass es nicht auch andersrum funktioniert. Ja, kann ich vollumfänglich, kann ich das bestätigen. Darum geht es ja. Du bist ja noch halb aktiv in deinem Angestelltenverhältnis auch involviert. Ja, ich habe den Schritt damals schlussendlich gewagt, vom Angestelltenverhältnis mich schrittweise nach unten zu entwickeln. Das heißt, von voll in Teilzeit und dann schlussendlich der Sprung zum Volltrader, also zu jemandem, der es sozusagen schafft, mit den Einnahmen durch den Optionshandel sein Leben zu bestreiten. Und das ist auch das, wo ich gerne den einen oder anderen begleite. Und das macht man als Anfänger nicht. Und das will ich als Anfänger auch nicht empfehlen. Das ist schon eine lange Reise, den Weg zu gehen. Und deshalb hundertprozentig klar, den Club, den wir hier haben bei Options for Winners, der bietet natürlich auch die Möglichkeiten für den Anfänger. Wir haben da halt auch Videomaterial für Anfänger. Aber schlussendlich würde ich auch schon sagen, dass der Fokus gerichtet ist auf Fortgeschrittene beziehungsweise welche, die schon sich von dem Anfängersein verabschiedet haben. Ja. Und so kann man, glaube ich, zusammenfassend sagen, dass wir uns trotz aller Gemeinsamkeiten eben auch ein Stück weit unterscheiden und die, ja, ich sag mal, fast die ganze Bandbreite dort anbieten können und wollen. Und von daher ein ideales Duo, wie ich finde, für dieses Format der Optionssprechstunde, in der ihr als Zuhörer uns eben dann zukünftig ja, regelmäßig zuhören und begleiten könnt, wenn euch das Thema interessiert. Wir sind aber nicht komplett nur auf Optionshandel in diesem Format ausgerichtet. Thorsten, wir haben gesagt, wir wollen auch ein bisschen Börse allgemein, also sprich eben auch allgemeine Themen wie vielleicht die Berichtssaison. Es gibt immer mal wieder ja, eben aktuelle Themen, die Börse und damit natürlich eben auch den Optionshandel beeinflussen. Und das würden wir eben nicht ausschließen wollen. Es geht nicht nur ganz hart um Optionen und Optionsstrategien, sondern eben auch um Dinge, die diesen beeinflussen. Und ja, damit sind wir dann eben im weiteren Sinne an der Börse unterwegs hier in diesem Format, speziell dann eben Aktien und
Der Schwerpunkt sollte schon Optionshandel sein, richtig? Ja, absolut. Und das eine schließt das andere ja auch nicht aus und darf es auch nicht, weil da gehen wir ja später auch noch drauf ein, also in weiteren Folgen. Optionen sind Derivate, ja, und die beziehen sich auf ein Underlying. Und bei Aktienoptionen ist das Underlying die Aktie. Also an der Aktie kommen wir so oder so nicht vorbei. So ist es, Thorsten. In diesem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns aus dieser kurzen Folge 0, wo wir eigentlich jetzt erstmal nur uns als Personen auch ein bisschen vorstellen und nahbar machen wollten und eben auch das hier geplante Format der Optionssprechstunde vorstellen wollten. Ich hoffe, wir haben euch als Zuhörer neugierig gemacht, dass ihr dann eben auch bei den nächsten Folgen an Bord seid und das gespannt verfolgt, was wir hier vorhaben. Thorsten hat es eben schon angedeutet. Natürlich starten wir dann jetzt rein mit den nächsten Folgen, wo wir uns dann wirklich auf diese Themen Optionshandel, Börse und so weiter konzentrieren, fokussieren und da unser Programm durchspielen. Und wir hoffen einfach, dass wir euch da an Bord haben und mitnehmen können und eben entsprechend unterhalten und weiterbilden können. Perfekt, habe ich nichts hinzuzufügen. Danke, Vincent. Super, Thorsten, dann auch da draußen bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, wir hoffen, wir können euch dazu bewegen, beim nächsten Mal wieder reinzuschalten, wenn es dann richtig losgeht mit der ersten Folge der Optionssprechstunde. Bis dahin alles Gute, macht's gut, ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Optionssprechstunde. Alles, was du wissen musst über Börse, Aktien und vor allem über den Optionshandel. Mehr Infos findest du unter freakeyfinance.net und optionsforwinners.de.